Sind die Einzelteile fertig, geht es weiter in den Rahmenbau. Dort werden sie zusammengeheftet und anschließend zum Rahmen zusammengeschweißt. Zu Beginn legt ein Mitarbeiter die Einzelteile, zum Beispiel die Grundplatte oder das Seitenblech, in eine sogenannte Heftvorrichtung. Dort werden sie dann mit Spannelementen aneinander festgeheftet. Nun übernehmen Schweißroboter vollautomatisch das Zusammenschweißen der Rahmenteile. Diese werden durch geschmolzenen Schweißdraht miteinander verbunden. Und ist der Draht wieder abgekühlt, sind die Teile fertig verschweißt. Dafür braucht man allein in Hamburg pro Jahr ungefähr 17.000 Kilometer Schweißdraht. Damit könnte man fast die halbe Erdkugel umwickeln. Beim Schweißen der Rahmenteile bleiben an den Schweißnähten ein paar Rückstände übrig, die gereinigt werden müssen. Diesen Vorgang nennt man Entgraten. Danach werden die Schweißnähte noch einmal genauestens geprüft und jedes Teil bekommt einen Prüfstempel. Um ganz sicher zu gehen, gibt es dann noch eine abschließende Sichtprüfung. Haben die Rahmen dann alle Qualitätstests bestanden, werden sie über eine Kettenförderanlage in die Lackiererei gebracht.